Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Challenge und zwar dieses Mal zu Pokémon Rot mit einem Kabuto und das ist mein erster Fossilien-Run. Ich muss sagen, Kabuto ist leider aber nicht das beste Pokémon. Es hat eine Basiswertsumme von 355 und es ist ein Gestein-Wasser-Pokémon. Das Gute ist, ich habe eine physische Verteidigung von 90, was dafür sorgen kann, dass ich halt, besonders wenn ich Attacken resistiere, ein bisschen was aushalte. Das gilt aber leider nur für den physischen Bereich. Mein Spezialwert ist ziemlich mies und ich habe auch keinen guten KP-Wert. Und ich habe Schwächen gegen Pflanze und Elektro, die beide speziell angreifen. Die werden mich komplett vernichten. Gerade bei den Rivalenkämpfen wird das ziemlich anspruchsvoll werden, aber auch bei Erikas Arena. Und ich habe noch weitere Schwächen gegen Kampf und Boden, die man auch nicht ganz vernachlässigen sollte. Und ganz wichtig, Freunde, man kann normalerweise die Fossilien in der ersten Generation nur auf Level 30 erhalten. Es gab also gar keinen Grund für Game Freak, richtige Level-Up-Moves einzubauen, bis halt bei Level 30 plus. Und deswegen ist mein erster Level-Up-Move bei Level 34 und das ist nur Absorber. Mein erster richtiger Level-Up-Move, also Schlitzer, kommt bei Level 39. Bis dahin habe ich nur Bullshit-Moves und, ja, was ich halt über TMs erlernen kann, was nicht allzu viel ist. Generell ist die Coverage von Kabuto definitiv nicht die beste. Aber gut, wie das Ganze gelaufen ist, werde ich euch jetzt zeigen. Ihr wisst Bescheid, Freunde, das sind meine Regeln, die ich immer anwende bei meinen One-Pokémon-Runs. Wenn ihr meine Runs schon mal geschaut haben solltet, dann werdet ihr diese Regeln hier vermutlich auch schon mal gesehen haben, aber ansonsten lest sie euch nochmal durch. Denkt auch bitte an meinen Twitch-Kanal, wo ich derzeit halt ein sehr großes Livestream-Projekt führe. Würde mich sehr freuen, wenn ihr halt da mal reinschauen würdet. Ich bin jetzt schon seit ungefähr einem Monat live und es macht sehr viel Spaß und wir spielen dort sehr viele Challenges, auch für YouTube. Und ja, lasst auch sehr gerne hier ein Abo da und bei den 50.000 Abos wird es auch mal wieder ein kleines Special geben. Also seid schon mal sehr gespannt, was da so kommen wird. Ich habe einiges geplant und da würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit dem heutigen Run. Und weitere Generation 1 Pokémon, die ich mal spielen soll, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ganz wichtig, schreibt mir auch gerne mal, welches Fossil ich als nächstes spielen soll. Da kommen ja einige in Frage, die ziemlich gut designt sind. Und wir starten natürlich auch dieses Mal mit, da war meine Starter-Pokémon. Und ich habe mich dieses Mal entschieden, hier meinem Rivalen an dieser Sam zu geben, damit er mich später vielfach effektiv angreifen kann. Und ich würde sagen, das ist mit Abstand die schwierigste Wahl, die ich irgendwie hätte treffen können. Und ich habe mein Pokémon dieses Mal Dominik genannt, nach einem Zuschauer. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, wenn ihr auch mal wollt, dass ich halt ein Pokémon nach euch benenne, dann schreibt das sehr gerne unter den obersten angepinnten Kommentar, weil da könnt ihr euch dafür bewerben und das finde ich immer sehr cool. Und dann geht's auch schon los hier mit dem ersten Rivalen-Battle und der hat jetzt einen Visasam auf Level 5, was Gott sei Dank hier noch keine Pflanzenattacken hatte. Und das ist wirklich ziemlich, ziemlich wichtig, weil Pflanzenattacken werde ich niemals überleben können. Also, das sieht gar nicht gut aus, weil meine Spezialverteidigung und auch mein KP-Wert sind ziemlich, ziemlich mies. Wenn mein Gegner mich allerdings angreifen sollte mit Normalangriffen, was in der ersten Generation recht häufig passiert, dann sieht es gut aus für mich, weil dann werde ich praktisch gar keinen Schaden fressen. Mein eigenes Moveset allerdings ist grausam schlecht zu Beginn des Spiels und ich habe nur Kratzer und Härtner. Das ist nicht unbedingt ein guter Start und ich werde wie gesagt halt außerhalb von TMs fürs erste überhaupt gar nichts lernen und dementsprechend werde ich definitiv keine krasse Coverage haben. Der erste Rivalenkampf hier allerdings war natürlich kein Problem, weil ich einfach resistiert habe. Und dann kam natürlich Rocco in der ersten Arena und das ist eine Bodengesteinsarena und die ist definitiv ein ganz anderes Kaliber. Weil der resistiert jetzt meine Angriffe ebenfalls und der ist komplett überlevelt. Ich bin hier angekommen auf Level 6 und das sieht nicht gerade gut aus für mich. Das ist ja generell bei vielen Challenge Runs ein großes Problem, wenn man halt gegen Rocco einfach kein gutes Out hat. Er beginnt hier beispielsweise mit einem Kleinstein auf Level 12 und ich kann dem einfach überhaupt gar keinen Schaden machen. Der spammt zwar sehr gerne mal dumme Attacken wie beispielsweise Einigler, die Rocco praktisch gar nichts bringen, weil ich mache ja eh nur einen Damage, aber früher oder später wird es angreifen und mich damit komplett zerstören. Und wenn es mich sogar wegritten sollte, sieht es ganz, ganz düster aus, weil dann fresse ich so viel Damage pro Runde, dass ich einfach gar nicht mehr mithalte. Ich meine, ich mache hier einen Schaden die Runde. Wie soll ich Kleinstein bitte besiegen, wenn es so viel mehr KP hat als ich? Ich wusste, auf Level 6 werde ich hier nicht mal das Onix erreichen, geschweige denn das Onix besiegen. Also ich wusste, ich muss hier definitiv früher oder später leveln. Und ich bin dementsprechend hochgegangen auf Level 10 und dann hatte ich erste Erfolgserlebnisse bei diesem Fight. Ich habe zwar nach wie vor absolut gar kein Damage gemacht gegen Kleinstein, aber ich hatte jetzt mittlerweile ungefähr gleich viele KP wie Kleinstein und dementsprechend, naja, konnte ich halt konstant gegen Kleinstein zumindest gewinnen, weil ihr das Kleinstein stellenweise Runden verschwendet an Einigler. Und dementsprechend bekommen wir nicht immer gegenseitig Schaden und irgendwann ist es halt einfach besiegt. Aber danach kommt da wie gesagt noch das Onix und das ist Level 14 und das ist doch eine viel größere Gefahr. Weil das kann beispielsweise Kreideschrei spammen, um meine Verteidigung unterzudrücken. Es hat ebenfalls Deckel für halt einfach guten kontinuierlichen Schaden und es hat Geduld, mit dem es meinen Schaden zurückwerfen kann, den ich auf es drauf feuere. Und das macht diesen Fight hier leider nach wie vor ziemlich ungewinnbar.
Auch das resistiert mal wieder meinen Kratzer und ich mache hier einfach überhaupt gar keinen Damage. Der Kampf hat sich zwar eine Ewigkeit hingezogen, aber ich wusste sofort, das Ganze kann nicht klappen, also zumindest nicht auf Level 10. Ich bin also irgendwann auf Level 15 hochgegangen, um irgendwie etwas mehr Damage zu machen und ich habe jetzt erstmals bemerkt, alles klar, ich mache nicht mehr nur einen Schaden, ich mache vielleicht zwei oder drei. Und wenn ich kritten sollte, ist es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Das ist wirklich ein Riesenunterschied. Es hört sich jetzt erstmal lächerlich an, aber wenn ein Fight hier um die 40 Runden lang geht, dann summiert sich das extrem in relativ kurzer Zeit. Und auch gegen Onyx konnte ich jetzt beispielsweise deutlich mehr Damage drücken. Man muss aber eine Sache dabei bedenken, Geduld ist ziemlich tückisch, die Attacke kann richtig hart backfiren. Man muss halt einfach bedenken, dass die Attacke mal 2 Runden oder auch mal 3 Runden gehen kann in der ersten Generation und man muss einfach so ein bisschen predikten, wann die Geduldschain gerade aufhört. Und dann kann man genau abpassen, wann man Onyx wieder Schaden machen kann, der nicht zurückgeworfen wird. Das ist ein relativ anstrengender Fight, wo man quasi die ganze Zeit aufmerksam sein muss, aber es kann funktionieren und man kann tatsächlich mit Kabuto hier auf Level 15 bereits Rocco besiegen, was mich ziemlich überrascht hat. Also die Resistenz von Kabuto hat es hier komplett gerettet. Wäre es permanent neutral getroffen worden von Rocco, hätte ich hier wahrscheinlich erst gewinnen können auf Level 25 oder so oder zumindest auf Level 20. Aber hier habe ich es auf Level 15 geschafft und das ist schon durchaus eine Leistung für ein Pokémon, was nur mit einer so schwachen Normalattacke ohne Step angreifen konnte. Ich denke, die meisten von euch hätten nicht erwartet, dass ich Rocco so früh schaffe. Als ich dann aber irgendwann in der Zoria City angekommen bin, hatte ich mal wieder die Wahl zwischen Pest und Cholera, und zwar zwischen meinem Rivalen und Misty, und ich habe mich jetzt entschieden, zunächst bei den Rivalen auszuprobieren, weil ich wissen wollte, ob ich eine Chance habe gegen Bisasam auf einem solch kleinen Level. Und ja, der beginnt hier mit einem Taboga und das ist mindestens genauso gefährlich, ich mache wirklich keine Scherze. Mit dessen Sandwirbel ist es unglaublich nervig. Das Gute war zwar mittlerweile, ich hatte jetzt Aquaknarre, weil das ist eine TM im Mondberg, aber naja, die beste Attacke ist das ebenfalls nicht und der Schaden hält sich definitiv krass in Grenzen. Und wenn ich aufgrund von Sandwirbel nicht mehr konstant treffen sollte, wird dieser Fight hier reines RNG. Und ja, ich kann dann natürlich Tauboga relativ konstant besiegen. Das sollte jetzt nicht die größte Herausforderung sein. Und ich kann sogar bei Abra 6-mal Härtner einsetzen, weil dieses Abra wird ja nur Teleport spammen und sich praktisch überhaupt nicht wehren. Es hat keinen Schadensmove. Und das ist erstmal eine gute Voraussetzung für den Rest dieses Fights, weil irgendwann kommt halt sein Radfratz rein und das kann nur physisch angreifen. Und es macht mir dann natürlich gar keinen Schaden mehr, zumal ich dessen Normalattacken sowieso resistiere. Aber wenn ich auch dieses Radfratz irgendwann besiegt haben sollte, geht's halt weiter mit Bisasam. Und wenn sich dieses verdammte Bisasam hier nur einmal entscheiden sollte, einen vernünftigen Pflanzenangriff zu machen, bin ich einfach One-Shot. Auch wenn ich volle Leben hätte, es ist absolut irrelevant. Ich kann eine Pflanzenattacke nicht überleben, zumindest nicht konstant. Ich müsste dafür maßlos überlevelt sein und das war ich an diesem Punkt hier einfach nicht. Dieser Kampf ist deswegen ziemlich unkonstant. Es gibt allerdings natürlich seltene Fälle, bei denen dieser Fight hier etwas anders abläuft. Und zwar könnte beispielsweise sein Taboga nur Rückzug-Keep spammen und nicht unbedingt Sandwirbel. Und ja, dann habe ich weniger KP, das ist aber vollkommen egal. Weil wenn ich später nochmal getroffen werden sollte, dann entweder von Normalattacken, die mir eh kein Damage machen, oder von einer Pflanzenattacke, die mich one-hittet. Also, was will ich mit 45 KP? Ob ich jetzt 20 oder 45 habe, ist wirklich vollkommen egal. Und deswegen kann ich hier auch mit einem kleineren KP-Stand durchaus konstant Bisasam erreichen. Und da muss ich halt einfach nur beten, dass Bisasam sich nicht für eine Pflanzenattacke entscheidet. Und das Gute ist hier, dass Bisasam hat durchaus einige Attacken, die es einsetzen kann. Es kann beispielsweise ebenfalls physisch angreifen mit Tackle, was natürlich keinen Schaden macht. Und es hat auch Egelsamen, eine Attacke, die mir jede Runde kontinuierlichen Schaden macht, aber die wird mich halt in keinster Weise one-shotten, sondern nur ganz, ganz langsam killen. Und auch da ist es halt irrelevant, ob ich halb tot bin, am Ende des Tages wird mich das nicht finishen können. Und ja, irgendwann hatte ich dann einen Versuch, wo dieses Bisasam nie auf eine richtige Pflanzenattacke gegangen ist und dann konnte ich diesen Fight hier endlich für mich entscheiden. Und danach wollte ich dann natürlich Misty probieren in der zweiten Arena, weil wenn ich die besiegen sollte, bekomme ich Blubstrahl, was eine sehr viel bessere Wasserattacke ist als Aquaknarre, also das ist schon ein sehr, sehr großes Upgrade und das wollte ich jetzt am besten mitnehmen, bevor ich halt beispielsweise die Nuggetbrücke und so weiter spiele. Sie beginnt hier mit einem Sterndu und dieses Pokémon ist noch relativ konstant besiegbar. Das Problem ist aber, wenn mich das beispielsweise über Aquaknarre treffen sollte, dann ist das neutral. Ich bin zwar selber ein Wasser-Pokémon, aber mein Gesteinstyp hat Wasserschwäche. Es gleicht sich also aus und die Attacke macht ziemlich nennenswerten Schaden. Und mit Aquaknarre beispielsweise kann ich ihre Pokémon ja nicht angreifen. Und mit Härtner kann ich Aquaknarre von ihr nicht schwächen.
Es ist keine gute Kombination. Ich werde zwangsweise bei Stern-Du fast sterben bzw. sehr, sehr viel Damage einstecken und ich kann mich ja nicht im Kampf gegenhealen. Und dann kommt irgendwann Starmie rein und macht mich komplett fertig. Ich mache dem Pokémon mit Kratzer einfach gar keinen Schaden und wenn sich das einmal entscheiden sollte, richtig anzugreifen, dann bin ich einfach besiegt. Und ich habe dann natürlich gedacht, okay, bevor ich Misty besiege, mache ich erstmal die Route oberhalb von der Tsuria City und besuche erstmal Bill. Ich meine, das kann man ja relativ gut vorziehen. Es gibt allerdings auch noch diese Trainerin hier. Und die hat tatsächlich zwei Myraplas in ihrem Team und ein Taubsi. Und diese Myraplas werden immer und ohne Ausnahme Absorber spammen. Eine Pflanzenattacke mit 20er Base, die mich vierfach effektiv mit Step trifft. Es ist insgesamt eine Basisstärke von 120. Da kann ich einfach überhaupt gar nichts tun. Ich werde komplett zerstört, obwohl die Attacke absoluter Müll ist. Und dementsprechend sah es hier für mich ehrlich gesagt ziemlich kritisch aus. Ich konnte das erste Myrapla ziemlich konstant besiegen, also das war noch gut machbar. Das Taubsi allerdings konnte stellenweise auf Sandfibel gehen, was den Kill gegen das zweite Myrapla sehr viel unkonstanter gemacht hat. Und dann kam halt irgendwann das zweite Myrapla rein, was mich jedes Mal gefinisht hat. Also ich habe hier mal wieder eine ganze Weile gesessen und es ging nicht wirklich voran, obwohl das hier nur eine Random-Trainerin war. Also das ist wirklich kein gutes Zeichen. Es gibt hier aber natürlich einen Lichtblick und zwar war es möglich gegen die Myraplas hier auf Crits zu grinden, die doppelten Schaden machen. Das ist natürlich ziemlich unkonstant, aber das kann funktionieren. Das Blöde ist nur, ich konnte halt die erstes Myrapla, was irgendwie mehr Verteidigung hatte, nicht one-shotten mit einem Crit. Es hat immer mit einem KP überlebt. Und deswegen war dieser Fight hier ziemlich nervig, weil deswegen war ich halt nach wie vor einfach vorgeschwächt beim zweiten Myrapla und das Ganze war jetzt nicht gerade simpel. Ich habe selten gesehen, dass ein Random-Trainer in der ersten Generation wirklich ein Problem war. Ich meine, es gibt den Explosionshiker im Felstunnel, der die ganze Zeit Finale spammt. Der ist manchmal nervig, aber so eine Random-Myrapla-Trainerin, das ist wirklich was Besonderes. Wie auch immer, irgendwann konnte ich diese Trainerin hier endlich hinter mir lassen, Bill besuchen und damit war es zumindest möglich, Misty erstmal zu verschieben und erstmal zu der MSN zu gehen, ohne vorher weiter leveln zu müssen. Das hat mich ziemlich gefreut. Ich wollte aber natürlich trotzdem nochmal gegen Misty antreten, bevor ich sie jetzt verschiebe, weil ich hatte ja auf der Nuggetbrücke durchaus einige Level-Ups bekommen, die eventuell mettern könnten. Ich muss euch aber leider so ein bisschen enttäuschen, die Stärke von meinem Kabuto hier ist nicht wirklich größer geworden. Ich meine, auch wenn ich hier noch ein paar Level-Ups bekomme, macht Kratzer immer noch nicht so viel Schaden. Starmie werde ich damit auf gar keinen Fall ausschalten und gerade so ein Blubstrahl von Starmie zerstört mich einfach komplett. Ich kann zwar jetzt etwas einfacher gegen Stern-Du kämpfen, es bringt mir aber überhaupt nichts und dementsprechend habe ich hier nach wie vor zigmal aufs Maul bekommen und ich wusste, ich werde weiter leveln müssen oder ich brauche zwangsläufig einfach ein besseres Moveset. Ich bin also erstmal zu MSN gegangen und dort habe ich eine wichtige TM gefunden und zwar die Attacke Body Slam. Und das ist ein Normalangriff, der sehr viel besser ist als Kratzer und er kann sogar stellenweise meine Gegner paralysieren. Und damit habe ich dann Misty nochmal herausgefordert und ich hatte jetzt auch mal wieder ein etwas höheres Level aufgrund von einigen Pflichttrainern auf dem Weg zur MSN und damit konnte ich dann letztendlich wirklich mal gewinnen, weil ich deutlich mehr Damage rausgehauen habe. Jetzt konnte ich mithalten mit Starmie und auch wenn ich stellenweise noch getroffen wurde, hat der Basisschaden einfach ausgereicht, um diesen Fight hier für mich zu entscheiden. Und die gute Misty hat ja auch Gott sei Dank nur zwei Pokémon. Hätte sie jetzt wirklich noch mehr gehabt, wäre das Ganze hier definitiv nicht auf dem Level möglich gewesen. Also eine Wasserarena ist für Kabuto definitiv nicht so einfach. Und ich hatte wirklich selten so viele Probleme in alleiner Tsuria City. Der Rivalenkampf auf der MSN war allerdings dieses Mal komplett geschenkt, einfach deswegen, ja, weil ich hier auch Body Slam nutzen konnte, was mehr Schaden gemacht hat. Und generell sind die Pokémon vom Rivalen auf der MSN ja nicht gerade gut gelevelt. Er bekommt zwar einige Evolutionen dazu, das bringt ihm aber nicht viel. Naja, wenn ich einfach vieles davon one-shotte. Und er hatte nicht mal eine Pflanzenattacke gegen mich eingesetzt, von daher war das Ganze hier ein First Try. Wo es aber dann wieder etwas anspruchsvoller wurde, war bei der Elektro-Arena von Major Bob, weil ich habe halt mit Kabuto eine Elektroschwäche und alle Elektro-Attacken in der ersten Generation sind speziell, weswegen ich halt dort sehr viel Schaden fressen kann, wenn ich ein bisschen Pech habe. Die Arena ist also ein recht großes Risiko. Sein erstes Pokémon ist hier ein Voltoball und das kann stellenweise auf Ultraschall gehen, was mir 20 Schaden drücken würde. Das ist nicht so toll, weil ich dann direkt vorgeschwächt bin, aber das ist nicht das Gefährlichste bei diesem Fight. Und auch das Pikachu kann ich noch relativ gut besiegen, weil, ja, das wird sich kaum wehren. Es ist generell das ungefährlichste Pokémon von Major Bob in fast jedem Challenge-Run. Danach kommt allerdings sein Raichu und das ist halt sein Ace-Pokémon. Und das ist mit Abstand das Gefährlichste an der gesamten Arena, weil wenn sich das für Thunderblitz entscheiden sollte, bin ich einfach One-Hit. Und es crittet sogar ziemlich häufig. Also, wenn sich Major Bob entscheiden sollte, mich zu killen, dann kann er das tun, wenn er das möchte.
Das Gute ist aber, das muss theoretisch nicht immer passieren. Das Schöne ist, Major Bob kann stellenweise Items nutzen, wie zum Beispiel X-Tempo, um schneller zu werden, oder er kann unter anderem Donnerschock nutzen, was halt einfach eine Elektroattacke ist, die weniger Schaden macht, genau genommen weniger als halb so viel wie Donnerblitz. Und das kann Kabuto tatsächlich wegstecken, weil ich ja noch halbwegs gut gelevelt bin. Und somit ist diese Arena hier durchaus gewinnbar, man braucht aber vermutlich mehrere Versuche, bis Raichu einfach missplayt. Und dann kann man tatsächlich den dritten Orden relativ früh mitnehmen. Man muss aber auch bedenken, diese Arena hier ist optional, also die kann man theoretisch auch aufschieben, wenn man wirklich schlechtes RNG haben sollte. Kann ja theoretisch auch mal sein. Bei mir ging das aber eigentlich vollkommen in Ordnung und ich habe nicht allzu lange gehangen. Und im Felstunnel kam dann der Explosionshiker mit seinen zwei Kleinsterns und seinem Geo-Rock, die halt permanent Finale spammen wollen. Das Gute war aber, mein Kabuto hatte natürlich Wasserattacken und dementsprechend war der dieses Mal nicht relevant, was ich ziemlich angenehm fand. Danach kam allerdings noch ein weiterer Kampf gegen meinen Rivalen in Lavandia City und der ist jetzt wirklich ziemlich stark, einfach deswegen, weil er jetzt neue Pokémon hat und da gehört auch ein Gyarados dazu mit Hydropumpe, was mich mal wieder neutral treffen kann. Irgendwie können diese Wasserattacken für Kabuto deutlich gefährlicher werden, als man erwarten würde, aber wie gesagt, die Spezialverteidigung von Kabuto ist halt auch einfach nicht so gut. Er beginnt hier mit einem Tauboga und das spammt meistens Rückzug-Keep, was mich halt schon mal vorschwächen kann. Und das resistiere ich zwar, aber ein bisschen Schaden werde ich trotzdem einstecken, weil mein KP-Wert zu gering ist, das ist relativ bitter. Und dann kommt wie gesagt dieses Gyarados rein, was jede Runde ausnahmslos Hydropumpe spammen wird, um mich maximal aus dem Leben zu nehmen. Und ich kann dieses Pokémon nicht mal Two-Shotten, das sieht überhaupt nicht gut aus. Klar, so eine Hydropumpe kann auch mal missen, das ist aber leider nicht allzu wahrscheinlich und es ist ja erst ein zweites Pokémon. Theoretisch kann man aber natürlich Gyarados besiegen, wenn es beispielsweise mal missen sollte oder wenn man einfach crittet, weil dann ist es möglich, Gyarados hier zu two-shotten und eine Hydropumpe kann man ja tatsächlich einstecken. Der Haken bei der ganzen Sache ist nur folgender. Hydropumpe wird nach wie vor unfassbar viel Schaden machen und man wurde ja bereits vorgeschwächt von Tauboga, das bedeutet, man hat dann für die restlichen drei Pokémon vom Rivalen fast gar keine KP mehr übrig. Das Schöne ist aber, sein Vulcano zum Beispiel ist gar kein Problem, weil das hat Wasserschwäche und es ist generell kein voll entwickeltes Pokémon. Und sein Kadabra hält physisch nichts aus. Früher oder später kommt dann aber wieder sein Bisasknosp rein und das muss nur einmal eine Pflanzenattacke einsetzen und ich knicke ein. Selbst wenn ich nicht vorgeschwächt wäre, würde ich hier komplett zerstört werden, weil gegen eine Pflanzenattacke kann ich definitiv nicht anstallen. Um diesen ganzen Kampf hier also jetzt gewinnen zu können, braucht man tatsächlich sehr, sehr gutes RNG. Man muss einfach darauf hoffen, dass die Hydropumpe generell mal misst oder man muss beten, einen Crit zu bekommen. Was aber auch passieren kann, ist folgendes. Man könnte Gyarados mit dem zweiten Hit in den roten Bereich bringen und dann ist es möglich, dass der Rivale hier in der Mitte der Runde einen Trank zündet, um Gyarados voll zu healen. Damit setzt Gyarados logischerweise keine zweite Hydropumpe ein und man kann weiterkämpfen gegen die restlichen drei Pokémon vom Rivalen. Bisschen lächerlich, aber das kann funktionieren. Und wie gesagt, Vulcano und Kadabra sind ja keine Herausforderung. Die kann man konstant jedes Mal besiegen, praktisch ohne scheitern zu können. Man braucht aber dann wieder logischerweise gutes RNG gegen Bisasknosp, weil das muss dann Egelsamen oder so einsetzen, damit man es besiegen kann. Oder man muss es beispielsweise wegcritten. In meinem Fall hat der Crit nicht funktioniert, aber es hat zumindest keine starke Pflanzenattacke eingesetzt. Und ich konnte diesen Fight hier für mich entscheiden. Wer jetzt aber dachte, ich habe die Pflanzen fürs Erste hinter mir gelassen, der kommt jetzt komplett auf seine Kosten, weil jetzt geht es weiter mit Erika in der verdammten Pflanzenarena und das ist gar kein gutes Matchup für mich. Und wenn ich gekrittet werden sollte von der Pflanzenattacke beispielsweise, bekomme ich achtfachen Schaden. Das kann ich nicht mal dann überleben, wenn ich komplett überlevelt wäre. Das ist gar kein gutes Zeichen. Sie beginnt hier mit einem Satzenia mit Rasierblatt, was fast immer kritten wird. Und es hat auch Schlafpuder, um mich einzuschläfern. Beides kann theoretisch missen, es ist aber mega unwahrscheinlich und mit meinem bisherigen Moveset mache ich gegen Satzenia nicht mal Schaden. Und das ist nur ihr erstes Pokémon. Das Gute ist aber, man kann auf dem Dach vom Einkaufszentrum sich die TM für Eisstrahl holen und das kann Kabuto lernen und damit kann ich sehr effektiv angreifen. Das Blöde ist aber, Kabuto ist eher ein physisches Pokémon und der Schaden hält sich in Grenzen. Und auch wenn Satzenia hier zigmal missen sollte und ich es schaffen sollte, Satzenia mit Eisstrahl zu three-shotten oder eventuell über einen Freeze zu killen, habe ich diesen Fight hier immer noch nicht gewonnen. Klar, ihr Tangela wird nicht viel machen, das Pokémon hat ein furchtbares Moveset und es hat generell keine Spezialverteidigung, also gegen Ice Beam macht das nix. Aber es kommt irgendwann Gyflor rein und spammt unter anderem Blättertanz. Diese Attacke vernichtet mich komplett und auch das Pokémon konnte ich mal wieder nicht two-shotten. Der Spezialangriff von meinem Pokémon war einfach zu mies und deswegen habe ich die Arena erstmal verschoben, es war einfach ein furchtbares Matchup.
Und ich habe dann natürlich zunächst mal ein bisschen gelevelt und ich habe dann erstmal Giovanni gemacht in der Spielhalle, der absolut geschenkt war. Der hat mehrere Bodengesteins-Pokémon, die einfach One-Hit waren bei meinen Wasserattacken und auch ein Kangama, was ein ziemlicher Witz ist. Und den Lavandia-Turm habe ich jetzt auch schon mal durchgespielt. Und dann habe ich Erika wieder herausgefordert auf Level 35. Ich muss aber leider sagen, dass diese Level-Ups hier praktisch gar nichts gebracht haben. Mein Kabuto ist kaum stärker geworden und deswegen war das eigentlich relativ irrelevant. Und gegen Pflanzenattacken anstallen konnte ich natürlich immer noch nicht. Es war aber natürlich nach wie vor möglich, Giflor zu erreichen, wenn man Glück hatte bei Satzenia. Wenn es beispielsweise gemisst hat oder wenn man es eingefroren hat etc. Und dann konnte ich halt bei Giflor wieder mein Glück versuchen und ich habe dann rausgefunden, es macht stellenweise tatsächlich Schlafpuder, was der missen könnte und es kann auch Megasauge einsetzen, was ich knapp überleben kann. Das ist zwar auch ein Pflanzenangriff, aber die Attacke hat einfach eine sehr geringe Basisstärke. Wenn ich aber schlafen sollte und mich Megasauger trifft, bin ich natürlich tot, also dann kann ich relativ wenig machen, weil ich halt einfach eine Weile brauche, um wieder aufzuwachen und so lange kann Kabuto nicht gegen das Pokémon anstallen. Ich hatte aber dann irgendwann einen Versuch, der wirklich komplett lächerlich war und ich habe es dann geschafft, in einem Run Satzenia und Giflor einzufrieren. Die Freeze-Chance von Eisstrahl ist hier gerade mal bei 10%, das bedeutet, das Ganze war wirklich ziemlich lucky. Ich habe aber sehr viele Versuche gebraucht, damit das Ganze funktioniert hat, also es ging jetzt nicht im First Try oder so. Am Ende des Tages konnte ich aber so irgendwann endlich mal den Pflanzenorden mitnehmen. Und das ist schon heftig, also ich habe selten gesehen, dass ein Pokémon ein so grausames Matchup hatte bei Erika. Es gibt ja jetzt nicht so viele Pokémon in der ersten Generation mit mal 4 Schwäche gegen Pflanze, aber Kabuto hat zumindest den Vorteil, dass es halt Ice Beam kann, was diesen Fight hier manchmal cheesen kann. Das Gute ist aber, man könnte Erika auch noch eine ganze Weile aufschieben, also die wäre jetzt noch nicht Pflicht gewesen. Ich wollte aber zumindest wissen, ob ich die schaffen kann, ohne richtig krass zu leveln, also zumindest das wollte ich in Erfahrung bringen und das kann auf jeden Fall funktionieren, wenn man ein gutes RNG hat. Wer die erste Generation allerdings kennt, der weiß, was jetzt kommt, und zwar der große Sprung in der Levelkurve und auch das Silfko-Gebäude. Ich hätte jetzt auch zunächst mal Koga probieren können, aber ich wusste, dass der Rivale hier deutlich interessanter sein wird, weil er durchaus ein ziemlich mächtiges Team hat. Er beginnt hier mit seinem Tauboss, was sich mittlerweile entwickelt hat, und ich konnte es sogar schaffen, dieses Pokémon sehr effektiv anzugreifen mit Eisstrahl und instant einzufrieren. Und dann habe ich logischerweise, weil Pokémon in der ersten Generation unmöglich auftauen können, ganz oft Härtner gespammt, weil ich wusste, die Verteidigung, die kann ich einfach so mitnehmen. Und wenn dann im Laufe des Kampfes hier einige physische Attacken kommen sollten, dann kann ich halt die relativ gut überleben. Also warum hier nicht Härtner spammen? Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Und dann habe ich irgendwann Tauboss rausgenommen und konnte mich dem Rest des Kampfes stellen. Das Problem ist nur, dass gefühlt alle Gefahren dieses Kampfes hier spezieller Natur sind. Also Garados, Simsala und auch Bisaflor. Und bereits das Garados hat mich zerstört über Hydropumpe und ich hatte absolut gar keine Chance. Ich wurde komplett vernichtet. Ich bin also doch erstmal zu Koga gegangen in die Giftarena, weil ich wusste, hier habe ich ein deutlich besseres Matchup. Das Schöne ist, mein Kabuto kann Giftattacken resistieren und Normalattacken ebenfalls. Und das sind halt die beiden Haupttypen dieser gesamten Arena. Und generell hat Koga ja kein so ausgewogenes Team, also er hat praktisch nur reine Gift-Pokémon. Aber sehen einfach selber, wie das Ganze gelaufen ist. Am Ende des Tages ist dieser Fight hier eigentlich wirklich relativ einfach. Dadurch, dass man praktisch alles resistieren kann, kriegt man einfach keinen Damage. Es ist sogar möglich, hier theoretisch Härtner einzusetzen, um seine Verteidigung noch weiter zu steigern, da bekommt man noch weniger Schaden. Das Einzige, was einen bei diesem Fight hier killen kann, sind zwei Dinge, und zwar Crits oder einfach eine Vergiftung. Weil wenn man vergiftet sein sollte, dann wird man diesen Fight hier safe nicht gewinnen können, einfach weil er sich ziemlich lange zieht. Ich kann die Pokémon von Koga hier in keinster Weise sehr effektiv angreifen und ich brauche deswegen eine Weile für die Kills. Gerade so Pokémon wie beispielsweise sein Slimog halten einfach ein bisschen was aus. Und wie gesagt, die Crits können mich auch aufhalten, weil ich bekomme zwar nicht viel Schaden und ich kann sogar mit Härtner meine Verteidigung steigern, wenn ich das unbedingt möchte, aber wenn halt Crits kommen, gehen hier meiner Verteidigung vorbei und machen doppelten Schaden und das summiert sich etwas zu krass. Und ich muss dann noch ziemlich viel Leben für sein letztes Pokémon einplanen, weil das ist halt früher oder später sein Smogmog und das kann Finale. Das kann sich also sprengen. Und natürlich kann ich Finale überleben, die Attacke resistiere ich ja ebenfalls, es ist ein normaler Angriff, aber wenn ich mit kaum KP da ankomme, dann geht das irgendwann nicht mehr. Zumal sein Smogmog auf Level 43 ist, also das ist schon wirklich stark gelevelt. Wie gesagt, der Sprung in der Levelkurve ist hier ziemlich real, den sollte man nicht unterschätzen, das macht schon sehr viel Schaden. Bei meinem Run hier allerdings hatte ich Glück mit den Crits und ich wurde praktisch gar nicht gecrittet und ich konnte sehr konstant die Pokémon von Koga rausnehmen und dann wurde ich zwar vom Finale getroffen, ich bin aber nur im roten Bereich gelandet und damit hatte ich diesen Fight hier für mich entschieden, weil das Smogmog war damit logischerweise auch besiegt.
Und bevor ich jetzt zurückgekehrt bin zum Silfko-Gebäude, wo ich vermutlich eh keine Chance habe, wollte ich jetzt erstmal noch Pyro herausfordern in der Feuerarena auf der Zinnoberinsel. Weil die kann man bereisen, sobald man halt einfach Koga besiegt hat. Und ja, Feuerattacken kann ich vierfach resistieren und mit Wasserattacken kann ich Feuer-Pokémon natürlich sehr effektiv angreifen. Das bedeutet, ich habe hier ein verdammt gutes Matchup. Einige Leute werden sich jetzt vielleicht wundern, warum ich nicht Surfer gelernt habe auf meinem Kabuto, weil damit habe ich ja auch die Zinnoberinsel erreicht, also die Attacke habe ich definitiv zur Verfügung und die kann Kabuto auch lernen. Das Problem ist aber, ich werde später im Run noch die Attacke Hydro-Pumpe lernen können und die will ich unbedingt haben. Das ist ziemlich wichtig, weil die macht mehr Base-Damage. Und es gibt leider in der ersten Generation keinen NPC, der Attacken verlernen kann. Das bedeutet, man kann Surfer nie wieder aufgeben. Wenn ich also Surfer lernen sollte, habe ich keinen Platz mehr im Moveset für Hydro-Pumpe und muss die Attacke verwerfen, oder ich habe zwei Wasserattacken im Moveset, was ich definitiv nicht haben möchte. Ich musste hier also nur mit Blubstrahl antreten und ich habe trotzdem mit Bravour gewonnen, ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Ich meine es ganz ernst. Was zur Hölle soll Pyro hier tun? Er kann mich angreifen über Bodycheck beispielsweise mit seinem Makani, das ist das gefährlichste, was er hat, oder mit Stampfer von seinem Galopper. Oder er macht einfach Feuerattacken gegen mich, die ich vierfach resistiere. All das macht jetzt nicht so viel Damage. Und generell ist die KI von Pyro ja auch nicht so gut, das bedeutet, der nutzt stellenweise Supertränke bei vollgeheilten Pokémon etc. Der ist einfach kein mächtiger Gegner. Und dementsprechend habe ich diesen Orden hier sehr früh mitnehmen können, ohne allzu große Schwierigkeiten. Ich wurde aber durchaus natürlich ein bisschen vorgeschwächt, weil, naja, ich war einfach nicht allzu krass gelevelt. Und Pyros Pokémon sind tatsächlich relativ gut gelevelt. Also, er ist ja normalerweise der 7. Arena-Leiter, außer man macht ihn wirklich, wirklich spät. Und deswegen hat er halt einfach diese guten Level. Und auf Level 40 bin ich dann zurückgekehrt zum Silfko-Gebäude und ich hatte jetzt zwei neue Attacken. Und zwar zunächst bei Blizzard, was ich bekommen konnte im abgebrannten Haus auf der Zinnoberinsel. Und das ist deutlich besser als Ice Beam. Und in der ersten Generation wird es auch fast nie missen. Und ich hatte jetzt auch Schlitzer als Level-Up-Move bekommen auf Level 39. Und das ist eine Normalattacke mit 70er Base, die in der ersten Generation praktisch immer crittet, aufgrund halt der kaputten Crit-Mechanik. Es macht also 140er Base und das ist fast so stark wie Hyperstrahl, ohne dass ich aussetzen muss. Holy shit! Das ist durchaus eine Ansage. Ich konnte aber auf Level 40 hier das Gyarados leider nicht konstant two-shotten und das bedeutet, ich musste leveln, ansonsten wäre dieser Fight hier ein absoluter Albtraum geworden. Auf Level 45 allerdings war das Ganze dann möglich und ich konnte Gyarados dann mit zwei Crits von Schlitzer einfach so aus dem Leben nehmen. Das bedeutet, ich musste nur auf einen Miss hoffen von Hydro-Pumpe, um hier mit relativ viel Leben gegen den Rest des Teams antreten zu können. Und das ist ja durchaus im Bereich des Möglichen, also das kann manchmal passieren. Und dann kommt früher oder später sein Fukano rein, sein drittes Pokémon, und das ist wieder absolut geschenkt, weil das halt Typ Feuer ist, also das ist wirklich schwach gegen mich. Danach geht's aber weiter mit Simsala, und das kann mir sehr viel Schaden machen und mich auch gerne mal totkritten, es crittet by the way ständig. Wenn ich es aber treffen sollte und kritten sollte mit Schlitzer, ist das One-Hit. Dann kommt aber auch noch Bisaflor, und wenn sich das entscheiden sollte nach meinem Blizzard, auf Rankenhieb zu gehen, bin ich einfach One-Hit. Selbst mit vollen KP würde mich das vermutlich komplett zerstören, da kann ich relativ wenig tun. Um diesen Fight hier also gewinnen zu können, brauche ich einfach verdammt viel Glück. Ich muss hoffen, dass Gyarados seine Hydro-Pumpe misst, ich muss an Simsala vorbeikommen, ohne totgeflittert zu werden, und ich muss es irgendwie schaffen, dass Bisaflor besiegt wird. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann Bisaflor theoretisch one-shotten über einen Blizzard-Crit, das kann manchmal funktionieren. Man könnte es einfrieren über Blizzard zu 10%, auch das ist im Bereich des Möglichen. Und natürlich könnte auch Bisaflor, naja, Egelsamen oder so einsetzen, was mich einfach nicht allzu sehr verletzt und dann kann ich es two-shotten. Muss aber bei der ganzen Sache auch bedenken, Blizzard kann missen. Es hat zwar in der ersten Generation eine Genauigkeit von 90%, was sehr sehr viel ist und damit ist es deutlich besser als Ice Beam, es wurde später dann genervt, aber auch 90% sind nicht 100. Die Attacke kann daneben gehen und dann ist der Fight hier ganz schnell mal verloren und es ist mega frustrierend. Und das ist mir ja auch einmal passiert, ich hatte einfach wirklich kein gutes RNG, wie auch immer. Irgendwann habe ich diesen Rivalenfight hier endlich für mich entscheiden können. Es ist aber wirklich bitter, dass der Rivale noch zweimal kommen wird, also der wird ja noch deutlich stärker werden. Die Rivalenkämpfe werden also nicht unbedingt einfacher später. Verglichen mit dem Rivalen allerdings war der gute Giovanni im Silfko-Gebäude wirklich ein kompletter Loser. Also ich meine es ganz ernst, ich habe ihn komplett gefirstried, er konnte nichts tun. Einige seiner Pokémon konnte ich sogar sehr effektiv angreifen und damit praktisch one-shotten, also das war wirklich nicht erwähnenswert. Wir werden auf Giovanni noch zu sprechen kommen in der 8. Arena, aber dieser Fight hier war wirklich viel zu leicht. Bevor wir jetzt aber dazu kommen, komme ich zunächst mal zu der Psycho-Arena von Sabrina und das ist jetzt die 7. Arena, die mich mal wieder speziell angreifen kann.
gegen meine schlechten Verteidigungswerte. Das ist absolut kein gutes Zeichen, weil Psycho ist in der ersten Generation ja ziemlich broken gewesen. Sie beginnt hier mit einem Kadabra, was mich wirklich sehr krass vorschwächen kann. Das ist gar kein gutes Zeichen, weil ich werde diese KP noch brauchen. Und ja, ich kann dann logischerweise Kadabra und auch Pantymos sehr gut besiegen über physische Angriffe, weil mein Schnitzer kritisiert ja praktisch immer und die haben keine gute physische Verteidigung, aber irgendwann kommt dann Omod rein und wird mich gerne mal paralysieren über Stachelspore und weiter vorschwächen über Psychoattacken. Und ja, es hat da keinen Step darauf, aber ich bin dann praktisch fast tot. Und das ist ja nicht ihr letztes Pokémon. Ihr letztes Pokémon ist nämlich tatsächlich ein Simsala und das ist auch ihr Ace. Und wenn sich dieses Pokémon entscheiden sollte, mich speziell anzugreifen, bin ich einfach tot. Ich bin dann gerne mal sogar One-Shot, weil dieses Pokémon ständig crittet. Und ich habe wie gesagt keine Spezialverteidigung. Um diesen Fight hier also tatsächlich gewinnen zu können, muss ich darauf hoffen, dass die Pokémon von Sabrina hier einfach nicht die besten Attacken einsetzen. Beispielsweise könnten halt die Pokémon von Sabrina auf Genesung gehen mit vollen KP oder auf Reflektor, was vollkommen egal ist, weil Schlitzer crittet ja eh so ziemlich immer und Crits gehen an Reflektor vorbei. Und ja, wenn dieser Fall eintreten sollte, ist die Arena durchaus gewinnbar, es wird aber weiß Gott nicht immer der Fall sein, also Gabuto hatte hier mal wieder einige Probleme und es zeichnet sich so langsam ein Muster ab. Sobald ich irgendwie speziell angegriffen werden sollte, knickt Gabuto einfach komplett ein, obwohl es fast gar nicht getroffen wird im Laufe des Fights, also es hält dann wirklich, wirklich wenig aus. Wie auch immer, ich konnte den 7. Orden irgendwann mitnehmen und mich auf den Weg machen zum letzten Giovanni-Fight. Und Giovanni hatte jetzt natürlich in der Bodenarena ein ziemlich starkes Bodenteam, was mich sehr effektiv angreifen kann. Das bedeutet, das Giovanni-Matchup ist jetzt auch nicht unbedingt besser geworden. Das Gute war aber, ich kann logischerweise die meisten Pokémon von Giovanni sehr effektiv angreifen, über Blizzard oder meinen Wasserangriff Blubstrahl. Und da ich jetzt gerade auf Level 48 bin, werde ich im Laufe dieses Fights hier auch noch die Attacke Hydro-Pumpe erlernen, die ungefähr doppelt so stark ist wie Blubstrahl. Also ich werde im Laufe des Kampfes hier ein großes Upgrade bekommen. Sein erstes Pokémon ist gar kein Problem, weil das ist ein Rihorn mit mal 4 Schwäche, das ist ein absoluter Loser. Aber dann kommt Dictree rein, mit sehr guter Init und Schaufler, und Schaufler hat in der ersten Generation eine Basisstärke von 100, also die Attacke ist genauso stark wie Erdbeben. Die wird mich extrem vorbelasten und das ist gar nicht gut. Aber das Schöne ist, Leute, der Rest des Teams von Giovanni hat wirklich furchtbare Movesets. Beispielsweise hat Nidoqueen hier einfach mal Kratzer in der 8. Arena. Wer zur Hölle dachte, dass das gutes Game Design gewesen ist bei Game Freak? Also, das ist wirklich furchtbar. Wie auch immer. Dadurch, dass diese Movesets hier so dermaßen grausam sind, werde ich hier einfach keinen Damage mehr fressen. Erdbeben beispielsweise kommt hier einfach nicht zum Einsatz. Und dementsprechend kann ich zwar Nidoqueen und Nidoking stellenweise nicht one-shotten, das ist aber vollkommen irrelevant. Und früher oder später werde ich hier Hydro-Pumpe lernen und wenn die Attacke treffen sollte, hat Giovanni gar keine Chance mehr. Weil die hat 120er Base mit Step und auch wenn ich keinen guten Spezialangriff habe, wird das die Pokémon von Giovanni einfach komplett vernichten. Bevor ich jetzt allerdings bei der Liga antreten konnte, musste ich noch ein weiteres Mal gegen meinen Rivalen gewinnen und er ist jetzt noch ein bisschen stärker geworden und noch ein bisschen besser gelevelt, also das ist echt kein gutes Zeichen. Er beginnt hier mit seinem Tauboss und das kann ich easy besiegen, über beispielsweise Blizzard, also das ist kein großes Thema und es wird mir auch keinen Schaden drücken. Und sein Rihorn ebenfalls nicht, weil das ist halt ein Bodengesteins-Pokémon, was ich über Blizzard oder Hydro-Pumpe eiskalt one-shotten kann, wenn ich das möchte. Wo es aber dann wieder problematisch wird, wird bei Gyarados. Wenn das treffen sollte mit Hydro-Pumpe, fresse ich einfach unfassbar viel Damage. Es gibt aber Versuche, wo das Pokémon einfach daneben haut und dann kann man es theoretisch besiegen, ohne Schaden zu nehmen. Das ist relativ konstant möglich. Und das Vulcano vom Rivalen ist ja wieder komplett irrelevant. Danach geht's aber wieder weiter mit Simsala. Und das konnte ich leider an diesem Punkt hier nicht mehr one-shotten über einen Schlitzer-Crit und das ist gar kein gutes Zeichen, weil es konnte mich somit einfach ständig aus dem Leben nehmen und das war ziemlich, ziemlich belastend. Und ich habe dann natürlich so lange Versuche gegrindet, bis ich Simsala endlich mal besiegt hatte. Es hat aber eine ganze Weile gedauert. Das Ding ist halt einfach, wenn dieses Simsala hier nicht durch einen Crit sterben sollte, dann muss ich jetzt zweimal erfolgreich treffen können. Und dafür muss es zweimal mich nicht totkritten, was nur sehr selten der Fall ist, weil Simsala in der ersten Generation wirklich sehr, sehr häufig krittet. Und damit die Versuche bei Simsala vernünftig sind, muss ich ja jedes Mal wieder Gyarados besiegen, möglichst ohne Schaden zu nehmen, was auch nicht konstant möglich ist. Dieser ganze Fight hier ist ein Albtraum, es wird aber sogar noch schlimmer. Nach einer Ewigkeit hatte ich einen Versuch hier, wo ich tatsächlich Simsala besiegen konnte und dann konnte ich gegen Bisaflor antreten. Und was habe ich dann rausgefunden? Naja, auf meinem derzeitigen Level bin ich langsamer als Bisaflor und werde outspeeded konstant mit Pflanzenattacken, die mich in der Luft zerreißen.
Ich wusste also, ich muss hier wirklich unbedingt leveln, ansonsten habe ich in der Liga einfach gar keine Chance. Und ich bin dann auf Level 55 hochgegangen, um diesen Fight hier deutlich zu vereinfachen. Und jetzt war es Gott sei Dank möglich, hier das Simsalat zu one-shotten über einen Schlitzer-Crit und ich konnte halt Bisaflor wieder outspeeden, was wohl noch mit das Wichtigste ist. Das Ding ist allerdings, man kann diesen Kampf hier immer noch verlieren, theoretisch. Es wäre möglich, Blizzard einfach zu missen, bei Bisaflor unter anderem, oder es kann passieren, dass man halt einfach keinen Crit bekommt mit Schlitzer gegen Simsala, oder das verdammte Bisaflor kann sich für eine Pflanzenattacke entscheiden, wenn es nach einem Blizzard noch nicht besiegt sein sollte. Dieser gesamte Fight hier ist immer noch nicht geschenkt, obwohl ich jetzt schon gelevelt habe. Und wie gesagt, in der Liga wird er ja nochmal stärker sein beim Champfight, also der Rivale ist durchaus der größte Gegner bei diesem Run. Aber wie auch immer, ich konnte jetzt zumindest mal bei der Liga antreten, ohne komplett zu überleveln, also das Level hat sich ja noch halbwegs im Rahmen gehalten. Wer jetzt allerdings denken sollte, dass die Liga geschenkt wäre, abseits vom Rivalen, der hat sich wirklich komplett geschnitten. Weil ich habe wie gesagt mit Kabuto hier die Liga relativ früh erreichen können, auf einem halbwegs kleinen Level. Und das bedeutet, ich werde furchtbare Matchups haben und wirklich sehr, sehr viel Schaden einstecken müssen. Und direkt das erste Top 4 Mitglied hier ist die gute Lorelei, die mich speziell angreifen möchte mit einem Wasser-Eis-Team. Das sieht nicht allzu gut aus für mich. Sie beginnt jetzt zwar mit einem Yugong und das ist wirklich gar kein Problem, weil es spammt nur Erholung und ist einfach kein starker Gegner, aber das ist nur ihr erstes Pokémon. Ihr zweites ist leider ein verdammtes Austoss und das wird immer Schnapper spammen. Und das ist eine Step-Wasser-Attacke, die mich speziell treffen kann, die mich über mehrere Runden einfach festhält und ich kann mich nicht wehren. Wenn dieses Pokémon sofort eine 5er-Chain bekommen sollte oder mich beispielsweise critten sollte, bin ich gerne mal tot, bevor ich mich richtig wehren kann. Also, der Fight geht definitiv nicht gut los, das ist ja erst ihr zweites Pokémon. Und ich kann euch wirklich sagen, Freunde, dieses Austausch zu besiegen, ist kein Spaß. Das passiert nur ziemlich selten. Die Attacke Schnapper, die kann zwar stellenweise missen, aber das passiert nicht allzu häufig. Und ich mache halt leider diesem Austausch hier wirklich keinen Damage. Es hat nämlich eine sehr gute physische Verteidigung, weswegen Schlitzer hier keinen Schaden macht und mit Hydro-Pumpe beispielsweise greife ich nun nicht sehr effektiv an. Dieses gesamte Matchup hier ist grausam. Aber okay, manchmal kann ich Austausch besiegen. Was kommt danach? Naja, danach kommt noch ein Lamus, was gegen mich anstallen möchte, mit beispielsweise Panzerschutz, aber auch Amnesie. Und manchmal wird dieses Pokémon tatsächlich Aquaknarre einsetzen, um immer wieder guten neutralen Schaden zu machen mit einer speziellen Attacke. Und ich werde ja normalerweise vorgeschwächt sein von dem verdammten Austoss, also dass ich hier ohne Schaden stehe, ist ziemlich unwahrscheinlich. Wenn ich also Lamus noch besiegen sollte, dann normalerweise im roten Bereich oder so mit fast gar keinen restlichen KP. Und dann kommen noch Orsana und Lapras, ihr stärkstes Pokémon, was mit Hydro-Pumpe spammen wird und mit Blizzard. Ich habe hier einfach absolut keine Chance gehabt und wurde komplett zerstört. Und dann habe ich endlos viele Versuche gegrindet und eine Sache verändert in meinem Moveset, um das Ganze konstanter zu machen, und zwar Erholung. Und damit war es möglich, nach dem Kill von Austoss, der halt manchmal passiert ist, mich bei Lamus wieder hochzuheilen. Das Ganze ist relativ nervig und stellenweise wird das Lamus hier, naja, permanent irgendwelche Aquaknarren einsetzen, um mich unten zu halten. Wenn man aber ganz viel Glück haben sollte, dann kann dieses Lamus beispielsweise während meiner eigenen Erholungschain die ganze Zeit auf Panzerschutz gehen, obwohl zum Beispiel seine Verteidigung bereits auf dem Maximum ist. Und da macht es mir keinen Schaden, ich kann es gezielt rausnehmen und damit vollen KP vor den restlichen Pokémon stehen. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich gewonnen habe. Auch wenn ich hier mit vollen KP stehen sollte vor Rossana und auch Lapras und ich Rossana besiegen kann über Schlitzer, weil es halt physisch nichts aushält, kann mich dieses Lapras noch easy aufhalten über Hydro-Pumpen-Spam. Es macht absurden Schaden, wirklich komplett absurd. Es kann natürlich stellenweise missen, was hier auch passiert ist, nach etlichen Tries, aber man wird normalerweise zu, ich sag mal, 90% hier noch zerschellen. Ich habe eine Ewigkeit bei Lorelei gesessen und das war mit Abstand bisher der schwierigste Fight des gesamten Runs. Auf diesem Level mit Kabuto Lorelei zu machen, ist wirklich kein Spaß. Ihr könnt es ja selber mal ausprobieren. Ich kann es euch aber nicht empfehlen. Es ist definitiv ziemlich anstrengend. Wie auch immer, irgendwann hatte ich diesen Fight hier für mich entschieden und Lorelei war endlich mal besiegt. Danach kam allerdings mal wieder Bruno und der war wirklich ein kompletter Witz, also ganz im Ernst. Seine Onyxe konnte ich sehr effektiv angreifen über Blizzard und Hydro-Pumpe, wie ich gerade wollte, die waren einfach One-Shot. Und seine drei Kampf-Pokémon, Nocturne, Kikli und Machomai, haben sich praktisch gar nicht gewehrt. Sein Nocturne beispielsweise ist hier auf Donnerschlag gegangen, was einfach grausam ist auf einem Nocturne, also die Attacke macht wirklich gar kein Damage, obwohl ich Schwäche habe und eine schlechte Spezialverteidigung.
Und Kikli und Machomai haben praktisch gar keine Attacken genutzt. Also, die hätten mich mit Kampfattacken sehr effektiv treffen können und sicherlich auch aus dem Leben nehmen können. Es ist aber einfach nicht passiert. Ich habe diesen Kampf hier sogar dreimal neu geladen insgesamt und jedes Mal wieder gewonnen, ohne auch nur eine einzige Kampfattacke ins Gesicht bekommen zu haben. Ich weiß nicht, ob die KI hier choked und denkt, irgendwie Kampfattacken wären nicht gut gegen Kabuto, aber sie kamen einfach kein einziges Mal. Vielleicht hatte ich auch einfach nur Glück, ich weiß es nicht, aber ich habe diesen Fight hier auf jeden Fall gefirst-tried und er konnte praktisch überhaupt gar nichts gegen mich tun. Meinen nervigsten Kampf im gesamten Run hatte ich allerdings gegen die gute Agathe und das ist die Geist-Gift-Trainerin und die habe ich wirklich komplett gehasst. Die hat zwei Gengars, ein Alpollo, ein Golbat und ein Arbok und die haben unfassbar nervige Angriffe. Ich werde hier nur meinen finalen Versuch zeigen, weil alles andere würde so ein bisschen den Rahmen sprengen von diesem Video hier. Ich habe aber eine ganze Weile hier gesessen und auf etliche verschiedene Arten und Weisen verloren. Also, das kann man echt nicht an einer Hand abzählen. Man kann beispielsweise eingeschläfert werden von irgendeinem Gengar oder so und dann besiegt werden über Traumfresser oder beispielsweise Nachtnebel-Spam. Man kann auch im wachen Zustand von Nachtnebel-Spam zerstört werden, weil so viele KP hat mein Kabuto wie gesagt nicht. Man könnte beispielsweise verwirrt werden von Golbat und dann nie wieder erfolgreich angreifen. Auch das ist einige Male passiert. Oder auch die AP könnten ausgehen, weil, naja, ich kann mit Blitzer die Geister nicht angreifen und ich habe deswegen eine Hydro-Pumpe und Blizzard gegen die Geister. Und dadurch, dass Agathe stellenweise die ganze Zeit wechselt random, kann es passieren, dass ich meine AP gegen Pokémon verbrauche, die ich eigentlich mit Blitzer angreifen wollte, also Golbat und Arbok. Dieser Fight hier ist komplett random, du kannst nichts wirklich beeinflussen, du musst einfach beten, da durchzukommen. Stellenweise kann Agathe hier dumme Attacken einsetzen, wie beispielsweise ja, Toxin, was am Ende des Kampfes fast nichts mehr bringt, oder Traumfresser auf ein waches Pokémon. Es wird aber, weiß Gott, nicht immer passieren. Und mit Supertränken kann sie sich auch noch gegenheilen, wenn sie fast besiegt ist, um mir noch mehr AP aus den Rippen zu leiern. Ich habe diesen Fight hier irgendwann schaffen können, ohne zu leveln, aber das war mit das Frustrierendste, weil ich es seit längerer Zeit gemacht habe. Diesen Fight hier habe ich wirklich nicht ausstehen können, aber hey, irgendwann hatte ich es geschafft. Und danach kam dann natürlich auch noch Siegfried und hier ist mir jetzt einfach irgendwann die Power ausgegangen. Ich habe keinen Damage mehr drücken können. Sein Gyarados beispielsweise, also sein erstes Pokémon, das konnte ich nicht mehr two-shotten über Schlitzer-Crits. Es hat einfach eiskalt überlebt und permanent Hydro-Pumpe gespammt und damit unfassbar viel Schaden gemacht. Und nachdem ich Gyarados dann besiegt hatte, ging es weiter mit zwei Dragoniers, die halt gerne mal mit Drachenwut spammen oder halt einfach mit guten physischen Angriffen, die ebenfalls ganz gut Damage drücken können. Es ist nicht so einfach, sich gegen die Gegend zu healen und ich konnte die nicht one-shotten über Blizzard. Auch hier hat mir ein bisschen Schaden gefehlt. Und ich wusste, ich werde wahrscheinlich diesen Fight hier noch irgendwie schaffen können. Es bringt aber leider nicht allzu viel, weil der Rivale wird logischerweise noch etwas besser gelevelt sein und da wird mir noch mehr der Damage fehlen. Und an dem Punkt war mir klar, ich werde noch ein paar Level hochgehen müssen, um die Liga auch nur ansatzweise konstant gewinnen zu können. Und das habe ich dann auch getan. Und als ich dann auf Level 65 war, also ein paar Level drüber, war ich plötzlich in der Lage, Gyarados konstant zu two-shotten, über halt einfach zwei Schlitzer-Crits, und ich konnte jetzt auch die Dragoniers one-hitten über einmal Blizzard. Wie es sich gehört, war das ist logischerweise sehr effektiv. Man muss aber eine Sache noch bedenken, der Fight ist dann logischerweise noch nicht gewonnen. Bei Nachhalt den beiden Dragoniers kommt noch Aerodactyl und das hat unter anderem Hyperstrahl, was ziemlich viel Schaden machen kann. Ich war allerdings in der Lage, dieses Aerodactyl sehr effektiv anzugreifen und ich habe sogar das meiste von dem resistiert, das bedeutet, ein bisschen Schaden konnte ich dann auch einstecken, ohne drauf zu gehen, obwohl ich schon vorher eine Hydro-Pumpe ausgestallt habe von Gyarados. Und ja, dann kam später noch Dragoran rein und es hatte logischerweise mal 4 Schwäche gegen Eis und war dann One-Shot. Ich konnte also Siegfried endlich besiegen. Was jetzt aber natürlich auch noch fehlt, ist der finale Kampf gegen den Rivalen beim Champ-Fight und der ist durchaus ziemlich schwierig. Der ist jetzt nochmal deutlich besser gelevelt als zuvor und sein Team ist noch besser geworden. Und die große Frage war jetzt natürlich, ob mein Kabuto auf diesem Level dann noch mithalten kann. Und das erste, was mir bei diesem Kampf hier aufgefallen ist, ist folgendes. Und zwar ist die Pokémon-Reihenfolge vom Rivalen hier wirklich extrem günstig für mich. Er beginnt hier beispielsweise wieder mit seinem Tauboss, was ich sehr effektiv angreifen kann über Blizzard. Das ist kein riesiges Problem. Und dann kommt sofort Simsala, was ich besiegen kann über Schlitzer-Crits. Und ja, das wird mich praktisch immer vorschwächen und fast rausnehmen. Aber wenn ich Simsala besiegen sollte, kommt danach Rizoros rein und das kann mir praktisch gar nichts tun. Es hat ein grausames Moveset und es wird mich definitiv nicht killen können. Ich kann also jederzeit hier einfach Erholung drücken, mich wieder vollheilen und es dann irgendwann rausnehmen über Hydro-Pumpe oder Blizzard. Das ist beides sehr effektiv. Dagegen kann Rizoros nichts machen. Und dann kommt Gyarados rein und ich habe wieder volle Leben.
Und ja, normalerweise werde ich an der Gyarados logischerweise zerschellen, aufgrund von Hydro-Pumpe. Dass die Attacke mich nicht zerstört, ist definitiv ziemlich selten, also daran kann ich relativ wenig ändern. Wenn ich allerdings mal einen perfekten Versuch haben sollte, wo ich Simsala und Gyarados gleichzeitig kille im selben Try, dann sieht es wirklich ziemlich gut für mich aus. Das ist natürlich ziemlich unkonstant, weil das Simsala wird wirklich sehr, sehr häufig kritten, also das ist fast schon lächerlich, weil es halt einfach eine sehr gute Init hat und naja, schnelle Pokémon kritten in der ersten Generation ziemlich häufig und das Gyarados wird praktisch immer treffen mit Hydro-Pumpe und nur sehr, sehr selten konstant missen. Aber wenn ich wirklich mal diese ersten 4 Kills hinbekomme, dann kommt als 5. Pokémon vom Rivalen hier sein verdammtes Arcani. Und das ist ein Feuer-Pokémon. Und ich erinnere euch, ich resistiere Feuerattacken vierfach und Normalattacken ganz normal. Dieses Pokémon macht mir einfach keinen Damage und er hat ja noch nicht mal eine perfekte KI. Ich kann mich also auch dort wieder gegenheilen und stehe dann mit vollem Leben vor Bisaflor im Idealfall. Das kann tatsächlich funktionieren. Und dieses Bisaflor hier hat tatsächlich nicht nur Pflanzenattacken, die sofort hitten, es hat auch Solarstrahl. Und wenn es sich dazu entscheiden sollte, habe ich 2 Runden, um auf Blizzard zu gehen und dieser Fight hier ist tatsächlich entschieden, auch wenn es natürlich ziemlich unkonstant ist. Und damit kann ich auf jeden Fall festhalten, es ist möglich nur mit einem Kabuto die gesamte Kanto-Liga durchzuspielen, es ist aber nicht gerade einfach. Generell hat der Kabuto bei diesem Run hier wirklich extrem große Schwierigkeiten, aufgrund der furchtbaren Basiswerte und vor allem aufgrund der Mal-4-Schwäche gegen Pflanze. Das war wirklich das Todesurteil bei den meisten Battles. Ich meine ganz ehrlich, Freunde, es gibt sehr, sehr viele Rivalenkämpfe in der ersten Generation und die waren einfach praktisch alle ein Albtraum, bis auf vielleicht der auf der MSN. Wie auch immer, eure Meinung zu diesem Pokémon hier gerne in die Kommentare. Wir können gerne auch später mal Amonitas runnen, also in ein paar Wochen oder Monaten oder so. Das ist definitiv ebenfalls geplant. Und wenn ihr weitere Fossilien mögt, die ich mal spielen soll, könnt ihr mir die auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, ihr wisst Bescheid, Freunde, ich bin derzeit in einem großen Livestream-Projekt, also schaut gerne mal vorbei, würde mich sehr freuen. Ich bin heute auch mal wieder live, also kommt gerne dazu. Ich werde das Ganze mal in der Beschreibung verlinken und lasst auch sehr gerne hier ein Abo da. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, bei den 50.000 Abonnenten wird es auch mal wieder ein kleines Special geben. Von daher seid schon mal sehr gespannt, was da so kommen wird. Ich habe definitiv schon einiges geplant. Ich muss aber sagen, der Kabuto-Run hier war definitiv einer der schwersten Bond-Pokémon-Runs in Gen 1, die ich je gemacht habe. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch 2 Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.